Ich möchte heute über Log-Management sprechen mit Greylog. Ich bin Bernd Ahlers, ich komme aus Hamburg, arbeite dort für Greylog als Entwickler. Und zu Greylog erzähle ich gleich noch was. Das sind meine Kontaktdaten per E-Mail, Twitter und GitHub. Falls jemand später noch Fragen hat oder so, gerne Kontakt aufnehmen. Als erstes, was ist Log-Management? Benutzt jemand schon zentrales Log-Management von euch? 1, 2, 3, okay. Worum geht es dabei? Also im Endeffekt, jeder, der irgendwie Server hat, Linux-Server, Windows-Server, weiß ja, dass Applikationen im Endeffekt Log-Files schreiben, was sie so tun. Server schreiben Log-Files, wenn es Probleme gibt, wenn Updates eingespielt wurden, alles Mögliche. Und früher war es halt so, dass man dann, wenn man irgendwie 30 Server hatte und irgendwie Probleme suchen muss, ist man halt auf 30 Server, hat sich eingeloggt, hat Logfiles durchsucht mit grep und tail und set und was es alles gibt. Beim zentralen Log-Management geht es darum, einfach all diese Logs zentral zu sammeln und durchsuchbar zu machen, dass man nicht mehr auf 30, 50, 1000 Maschinen gehen muss, um Probleme zu debuggen. Und was man damit auch machen kann zum Beispiel, ist die Daten archivieren, wenn man zum Beispiel auf den Maschinen selber nicht mehr nicht genug Platz hat, um 3 Wochen, 3 Monate, 3 Jahre vorzuhalten. Wie schon gesagt, Logfiles sind oftmals auch die einzige Möglichkeit, Probleme zu analysieren. Das heißt, wenn man eine Anwendung laufen hat, die funktioniert nicht oder ein Benutzer beschwert sich, dass es irgendein Problem gibt, geht man meistens in die Logfiles und schaut halt, was passiert da. Das zentrale Log-Management hilft einem einfach dabei, schneller Zugriff auf die Logs von allen Maschinen zu bekommen, weil man alles zentral sammelt. Meistens gibt es dann auch eine Volltextsuche über diese ganzen Logs, dass man halt nach Textstücken suchen kann, muss nicht nach Textstücken suchen oder Teilsätze, was auch immer. Oder bestimmte Patterns, die man so hat. Wenn man so ein zentrales Log-Management hat, hilft uns einfach dabei, diese ganzen Probleme schneller zu lösen, weil man einfach schneller Einblick bekommt, einen Überblick bekommt über die ganzen Systeme, die da sind. Das ist einmal im Produktionsbetrieb, aber es kann andererseits auch während der Entwicklung sehr nützlich sein, wenn die Entwickler ständig auf Testsysteme deployen, wo dann die QA die ganzen Applikationen testet und dann mit Problemen läuft. Auch da kann es helfen. Also es muss nicht nur unbedingt für den Produktionsbetrieb sein, sondern kann auch genauso gut in der Entwicklung helfen. Wobei die meisten Systeme zum zentralen Log-Management auch helfen, ist aus diesen meist doch Plaintext-Logs, sprich dass der Entwickler, der diese Applikation schreibt, schreibt während der Entwicklung halt eine Log-Message. Da kann halt drinstehen, was er möchte. Das heißt, die Sachen sind einfach nicht strukturiert. Strukturierte Daten helfen einfach, wenn man nach bestimmten Sachen filtern will, schneller zum Ergebnis zu kommen. Und die meisten Log-Management-Produkte haben, wie gesagt, Möglichkeiten, aus diesen reinen Textdaten auch Struktur zu erstellen. Zum Beispiel, wenn in so einer Patchy-Log steht meistens der Return-Code, wie viele Bytes übertragen wurden, wie lange der Request gedauert hat und sowas. Und das kann man dann raus extrahieren und hat dann strukturierte Daten. Und natürlich auch die Konsolidierung von Daten aus verschiedensten Systemen, sprich, man hat diverse Softwareprodukte, die alle anders loggen. Mit solchen Tools kann man auch sicherstellen, dass zum Beispiel verschiedene Softwareprodukte, die ähnliche Dinge machen, auch dann im Endeffekt, dass man die gleichen Informationen im gleichen Format im Log-Management hat. Was man zum Beispiel auch machen kann zusätzlich, ist basierend auf den Log-Daten automatisches Monitoring zu benutzen. Sprich, auch Greylog zum Beispiel hat ein Feature, dass man sagen kann, okay, wenn von dieser Art Logs in der letzten Stunde keine kamen, dann ist irgendwas kaputt. Oder wenn zu viele Logs kamen, ist irgendwas kaputt. Oder wenn das und das drinsteht in den Logs, ist was kaputt. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Beim Log-Management gibt es halt, ich sag mal, grob 2 Ansätze. Es gibt Produkte, SaaS-Produkte, die halt irgendwo im Internet laufen bei Anbietern. Und es gibt On-Premise-Produkte, die man halt auf der eigenen Infrastruktur laufen lässt.
Bei den SaaS-Produkten ist es halt ein Vorteil von denen, ist einfach, man kann halt sehr einfach anfangen. Man muss nicht erst groß auf der eigenen Infrastruktur was aufsetzen. Oder wenn man eh schon, sag ich mal, bei Amazon läuft, macht es durchaus Sinn, auch mit so einem SaaS-Provider anzufangen. Und man hat einfach auch keinen Betrieb, keinen Aufwand für den Betrieb und die Wartung. Das ist halt auch ein wichtiger Vorteil. Dagegen spricht natürlich einerseits, dass man die Daten nicht unbedingt unter Kontrolle hat. Und zweitens kann es auch zu Problemen führen, wenn man wirklich große Datenmengen hat. Also wir haben Kunden, die 100.000 Nachrichten die Sekunde loggen, mehrere Terabyte am Tag, und das wird dann manchmal schwierig, das übers Internet irgendwo hinzuschicken. Von daher kann das ein Nachteil sein. Da gibt es einfach sehr viele Produkte im SaaS-Bereich. Es gibt auch welche, die halt mehreres machen, zum Beispiel Splunk und Sematex, die machen auch On-Premise-Produkte. Aber viele kleinere, auch kleinere Cloud-Provider gibt es da. Dann, wie gesagt, gibt es die On-Premise-Produkte. Ein großer Vorteil ist, man hat seine Daten unter Kontrolle, was durchaus, was einige Firmen sicherlich machen müssen vielleicht, aus Compliance-Gründen, Datenschutz etc. Und man hat die Möglichkeit, sehr viele Daten einfach zu senden und zu speichern. Dagegen spricht natürlich Betrieb und Wartung, muss man selber durchführen, Updates, wenn es Probleme gibt und so weiter. Und man hat natürlich etwas höhere Startkosten, Anführungsstrichen, weil man irgendwie eine Maschine oder mehrere aufsetzen muss erstmal. Und das lohnt sich natürlich erst ab einer bestimmten Größe. Von daher ist es halt manchmal einfach, wenn man nur eine kleine Infrastruktur hat, einfach mit so einem Cloud-Provider anzufangen und dann, wenn es nötig ist, vielleicht auch was anderes umzuschwenken. Da gibt es halt auch wieder diverse Produkte. Die meisten davon sind kommerziell. Es gibt auch noch mehr Produkte, ich habe jetzt nur ein paar aufgeführt. Open-Source-Produkte, da bleibt nicht mehr so viel über. Von den etwas größeren, das sind einerseits Elasticsearch mit Logstash und Kibana und Elasticsearch und halt wir. Es gibt noch ein paar andere kleine Projekte, die aber nicht unbedingt ein komplettes Produkt sind, sondern da gibt es halt einige Projekte, die einfach Logfiles lesen und irgendwo hinschicken können oder in Elasticsearch speichern können, das ist der Volltextindex, haben dann aber keine UI oder sowas. Sondern, und Greylog und Elasticsearch sind so die beiden etwas größeren Open-Source-Produkte, die komplett mit UI und so allem drum und dran kommen. Genau. Ich erzähle natürlich was über Greylog heute, wie man das damit macht. Ein bisschen zur Geschichte. Ungefähr vor 4, 5 Jahren hat Lennart Koopmann damit angefangen, das zu bauen. Hieß damals noch Greylog 2. Ende 2012 wurde eine Firma dahinter gegründet, um das Ganze zu unterstützen. Und im Februar 2014 wurde dann quasi eine Neuentwicklung fertiggestellt, in Version 0.20, wo halt das Backend komplett umgeschrieben wurde und das Frontend komplett neu geschrieben wurde. Das ist jetzt auch noch die Basis. Jetzt Anfang des Jahres wurde Greylog Inc. in den USA gegründet. Zusätzlich, die Entwicklung ist derzeit komplett in Hamburg noch. Bleibt auch wahrscheinlich so. Und Anfang des Jahres haben wir uns auch von Greylog 2 zu Greylog umgenannt, damit das etwas entspannter wird. Nachher, wenn es Greylog 2 2.0 ist, dann ist es schwierig. Das heißt jetzt seit Februar heißt es Greylog. Und wir haben die Version 1.0 im Februar released, wo wir dann auch uns darauf committen, dass es dann stabil bleibt und die APIs stabil bleiben. Ich weiß nicht, ob man das sehr gut sehen kann. Ich erkläre es einfach mal ein bisschen. So ein bisschen die Architektur von Greylog. Als Kern ist der Greylog-Server, wo quasi die ganzen Logs aufschlagen, wo die Analyse gemacht wird und das Ganze dann weiterverarbeitet wird und dann in der Volltext-Suche, in der Volltext-Engine gespeichert wird, Elasticsearch. Das ist halt ein separates Produkt. Elasticsearch, wie man gesehen hat, hat auch ein eigenes Log-Management-Produkt, die natürlich auch Elasticsearch benutzen. Alternativen wären da zum Beispiel Solr, ist auch noch ein großes Produkt in dem Bereich. Es geht im Endeffekt los, man hat oben die Datenquellen, wie Netzwerk-Switches, Server mit Syslogs, Daemons oder Applikationen. Die schicken ihre Daten an sogenannte Inputs auf dem Greylog-Server. Da haben wir diverse Sachen, Syslog, ein eigenes Format, Freetext,
jetzt NetFlow, SNMP gibt es auch mittlerweile. Das ist auch pluggable, sprich, da kann man dann eigene Plugins für schreiben, wenn man irgendwas Exotisches braucht oder wenn man irgendwas selber entwickeln möchte. Diese Inputs laufen auf dem Greylock-Server. Das heißt, die Daten von den Datenquellen kommen über die Inputs in den Greylock-Server und werden da dann verarbeitet und im Endeffekt in Elasticsearch gespeichert, damit sie nachher durchsuchbar sind. Zusätzlich gibt es noch Outputs, das heißt, wenn man die Daten weiterleiten will, zum Beispiel an SIEM-Systeme oder Intrusion-Detection-Systeme, was auch immer, oder man möchte es wieder in der Datei speichern, aus irgendeinem Grund, gibt es Outputs. Und dann haben wir hier unten rechts das Greylock Web Interface, was im Endeffekt mit dem Server spricht. Das spricht über eine HTTP REST API mit dem Server. Das heißt, alles, was man im Web Interface machen kann, kann man auch über die API machen. Also das Web Interface hat wirklich nur Darstellungsfunktionen und die ganze Logik und so weiter ist im Server. Genau, dann haben wir noch MongoDB leider derzeit dabei. Ist historisch so gewachsen. Früher wurden die ganzen Logdaten in MongoDB gespeichert und dann wurde irgendwann zum Glück auf Elasticsearch umgeändert. Und MongoDB beinhaltet jetzt noch die Konfiguration. Aber im Endeffekt gehen wir davon weg. Also wollen wir davon weg. Wann das passiert, keine Ahnung. Aber, ja. Ja, schwierig ist vor allem, wenn man das redundant aufbauen möchte. Dann braucht man immer drei und naja. Wie gesagt, da sind aber nur Konfigurationsdaten, das ist kein High Traffic, da ist nicht viel drin, 1-2 Megabyte, wenn überhaupt. Genau, das ist so grob die Architektur. Und wie gesagt, da wir diese API haben, die auch das Webinterface benutzt, kann man halt auch eigene Skripte schreiben, die Suchen machen, Konfigurationen ausführen etc. Das heißt, das Ganze ist auch sehr gut skriptbar, wenn man möchte. Wo ich von Inputs und Outputs pluggable gesprochen habe, wir haben jetzt auch seit kurzem Marketplace, wo wir Plugins, Content Packs sind so fertige, komme ich nachher noch zu, fertige Integrationen, um Daten zu extrahieren aus Plaintext-Daten zum Beispiel. Dann Gelf Libraries, komme ich auch noch zu, und Other Solutions ist sowas wie setze ich Greylock mit AirsysLog oder Nginx auf oder was weiß ich. Da haben wir halt diverse Plugins für Amazon, diverse Chat-Integrationen und so weiter. Was wir auch seit kurzem haben, ist Greylock Collector. Das ist ein kleiner Prozess, der auf Linux, macOS, Windows läuft, um sowas wie Windows Event Log abzugreifen oder aus Plaintext-Files zu lesen. Also aus einfachen Apache-Logs zum Beispiel oder aus Applikationen, die einfach nicht diese Daten direkt an Greylock senden können. Wir haben auch einen Kunden, der es auf AEX einsetzt. Das geht scheinbar auch. Also das ist so ein genereller Log-Parser, der hinten in Gelf rausschmeißt. Genau. Also Parser ist nicht ganz richtig. Wir wollen halt das meiste auf dem Server machen, damit es einfach zentral konfigurierbar ist und alles. Und der Hauptgrund, warum wir, es gibt halt schon diverse Log-Shipper, die halt Sachen lesen können und irgendwo hinschicken können. Der Grund, warum wir unseren eigenen geschrieben haben, ist, weil wir das zentral konfigurierbar machen wollen. Das heißt, die Idee ist eigentlich, dass man auf dem Collector an sich nur noch irgendwie den Server und vielleicht ein paar Zertifikate konfiguriert und dann wird alles zentral über den Server gemanagt. Das ist die Idee. Weil das können die anderen, die Sachen, die es gibt, können das noch nicht. Was für eine Abhängigkeiten hat denn der Collector, wenn der installiert werden soll? Java. Derzeit. Wir haben überlegt, ob wir mit was anderem anfangen, Go, was auch immer. Das Problem ist halt, wir haben halt hauptsächlich Java-Know-how und deswegen haben wir damit erstmal angefangen. Viele jammern erstmal, aber benutzen es dann trotzdem. Also ist halt und Greylock an sich ist halt auch in Java geschrieben. Also das Greylock-Server ist Java und das Web-Interface auch. Solange ihr euch damit nicht in uralte Java-Version festklammert, ist alles gut. Nee, also die 1er-Version läuft jetzt mit 1.7 und ab 2 wird es nur noch mit 1.8 laufen. Also, genau. Aber das ist halt oft so, man hört auch nur Java, und dann, aber am Ende nutzen die Leute es dann doch. Oder sie installieren riesige Net-Frameworks auf ihren Windows-Servern, das ist dann auch, naja. Genau, auch seit kurzem haben wir mit den Docker-Leuten zusammengearbeitet und haben Gelf-Support in Docker reingebracht. Sprich, wenn man Docker benutzt, ist ja gerade sehr hip, und daher wenig, kann man direkt
Docker so konfigurieren, dass es Gelf-Nachrichten, erzähle ich nachher noch zu, was das ist, also strukturierte Nachrichten direkt an Greylock senden kann. Das heißt, man kriegt automatisch den ganzen Logs aus den Containern ins Greylock, ohne dass man groß was machen muss. Was ich gerade gesagt habe, genau. Also es ist seit Docker 1.8, also sehr frisch so, dass es diesen Gelf-Treiber hat. Genau. Dann erkläre ich einfach mal, wie man das aufsetzen kann, wie man es benutzt. Man fängt natürlich an, das runterzuladen. Das Einfachste, um damit anzufangen, ist tatsächlich, wir haben Virtual Machine Appliances, sprich für VirtualBox, VMware, fertige Images, die man sich runterladen kann. Ansonsten aber auch Betriebssystempakete und zusätzlich dazu auch noch Module, Kochbücher, wie auch immer das heißt, für Chef, Ansible und Puppet. Das heißt, wenn man Configuration Management benutzt, haben wir da auch Lösungen für, um das zu installieren und aufzusetzen. Docker-Image? Doch, haben wir auch. Pardon, habe ich nicht erwähnt. Aber das ist so Virtual Machine Appliance, also das ist Vagrant, Docker, alles Mögliche. OpenStack-Images haben wir auch. Ja. Genau. Das ist so, die empfehlen wir nicht unbedingt für den Produktionsbetrieb, aber um damit anzufangen, ist okay. Genau. Wir haben Betriebssystempakete für Debian Ubuntu, Red Hat CentOS, kein SUSE, wurde oft nachgefragt, wurde nicht so oft nachgefragt, aber ein paar Mal, gerade weil unten SUSE stand ist. Aber die RPMs sollten auch auf SUSE gehen. Und wie gesagt, virtuelle Maschinen, OVA, Vagrant, Docker und Configuration Management. Standardmäßig unterstützt Greylock diverse Formate. Altbekannt ist es Syslog. Unterstützen wir über verschiedene Protokolle, TCP, TCP mit TLS, UDP, AMQP und Kafka, was Messaging-Systeme, Message-Broker sind, Message-Queues. Dann Gelf, strukturiertes Log-Format, erzähle ich gleich noch was zu, genauso über diverse Protokolle. Dann RAW und Plaintext, wenn man einfach kein Syslog, sondern einfach irgendwie Textlog-Dateien hat, dann kann man das einfach über RAW Plaintext schicken, auch über diverse Protokolle. Und wir haben unseren Collector, der aus Logfiles lesen kann, Windows Event Logs lesen kann und das auch dann über TCP und TCP TLS übertragen kann. Mal ein Beispiel Syslog, wie man das konfiguriert. Das ist eigentlich so schwer, zum Beispiel rsyslog, ist glaube ich bei Ubuntu und CentOS auch Default. Man definiert ein Template für RFC 5424 Syslog und muss da einfach nur diese Zeile angeben, um alle Logs im Endeffekt, die auf dem Syslog auflaufen, auf dem rsyslog auflaufen, an Greylock zu schicken. Über UDP in diesem Fall. Geht auch TCP. Genau. Dann Gelf, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Das ist das Greylock Extended Log Format. Das hat Lennart mit erfunden, als er Greylock angefangen hat. Im Endeffekt ist es nur JSON mit ein paar vordefinierten Feldern. Und was das noch definiert ist, dass man Chunking über UDP machen kann. Das heißt, UDP erlaubt nur bestimmte Größe von Paketen. Und mit Gelf kann man das dann aufteilen und größere Nachrichten auch über mehrere UDP-Pakete verschicken. Hilft dann sowas wie bei, wenn man Java Stack Traces oder sowas hat. Gelf wird auch gesprochen von diversen anderen Produkten, Logstash, FluentD, NXLog, Docker. Sprich, das hat auch ein bisschen Verbreitung schon gefunden, woanders, nicht nur bei Greylock. Was halt hilft, wenn man dann zum Beispiel von Logstash oder anderen Produkten das an Greylock schicken kann oder aus Greylock wieder an andere Produkte schicken kann. Und es ist einfach strukturiert, sprich halt, es ist nicht einfach nur ein Text, sondern Schlüsselwertpaare einfach einfügen und damit schon ein bisschen strukturiertere Daten schicken. Da gibt es halt auch zum Beispiel diverse Libraries für Programmiersprachen, dass man einfach aus seinen Anwendungen direkt diese Log-Nachrichten schon an Greylock schicken kann. Das ist mal ein Beispiel für Log4j in Java. Muss man im Endeffekt einen Log-Appender konfigurieren, der dann das Ganze direkt an Greylock schickt. Dann auch immer wieder verschiedene Protokolle möglich, UDP, TCP, was man möchte. Das ist mal ein Beispiel für Plaintext. Wenn man will, kann man theoretisch auch über Tail und Netcat quasi Logs schicken, wenn man will. Das ist aber ein Beispiel, dass man einfach irgendwelche Log-Dateien dahin schicken kann. Genau.
Die Konfiguration an sich, es gibt eine Konfigurationsdatei für das Webinterface und den Server, eine Konfigurationsdatei, wo man ein, zwei Einstellungen machen muss, hauptsächlich für Passwörter etc. und Hashes. Dann kann man eigentlich schon loslegen, startet das Ganze und kann dann über das Webinterface die Inputs konfigurieren. Oder über eine API, wenn man möchte, je nachdem. Die meisten nutzen das Webinterface natürlich. Sprich, da lege ich, also standardmäßig startet der Server und kann erstmal nichts entgegennehmen, weil keine Inputs laufen. Das heißt, man muss da hingehen und Inputs konfigurieren. Zum Beispiel hat man, wie unten zu sehen, Syslog-Input, um all seine Syslog-Server darauf zeigen zu lassen. Damit dann die ganzen Syslog-Nachrichten von den ganzen Servern direkt ins Greylog geschickt werden können. Dann zum Beispiel ein Gelf-Input, TCP, damit zum Beispiel die Applikation, die man hat und diese Gelf-Library schon benutzt, die auch direkt ans Greylog schicken kann, ohne irgendwie erstmal eine Datei loggen zu müssen oder sowas. Davon kann man halt diverse haben. Es gibt einmal die Unterscheidung zwischen lokalen und Global Inputs. Wenn man mehrere Server hat, kann man dann sagen, okay, ich habe einen Global Input. Dieser Input soll auf allen Servern, die ich so habe, gestartet werden, auf allen Greylog-Servern. Oder man hat halt lokale Inputs. Der Server macht das, der andere macht das. Je nachdem, was man da braucht. Wenn man nicht sowas wie Gelf benutzt, sondern irgendwie Syslog oder Plaintext-Logs, macht es Sinn, aus diesen Daten Daten zu extrahieren. Zum Beispiel, wie schon vorhin gesagt, aus Apache-Logs kann man den HTTP-Code, Return-Code rausholen. Man kann wie viel Daten wurden übertragen, wie lange hat der Request gedauert, wie ist der Pfad gewesen, gegebenenfalls welcher User ist da und so weiter. Das zeige ich gleich, wie das aussieht, aber im Endeffekt ist es mit regulären Ausdrücken, kann man aus diesen Texten halt Daten rausholen und die dann in Felder packen. Für viele Sachen gibt es schon im Marketplace auch Content Packs, so genannt, wo einfach diese Extraktoren schon fertig sind. Wir haben sowas für Sudo, für SSH, Apache, Nginx. Es gibt schon fertige Sachen, die kann man einfach aus dem Marketplace sich runterladen, importieren in Greylog und dann hat man automatisch Inputs mit den entsprechenden Extractors, um dann sofort loslegen zu können. Ich hoffe, das ist ein bisschen zu sehen, dass man im Endeffekt wie so ein Extraktor konfiguriert wird. Man hat einen Input, in diesem Fall so ein Raw-Message-Input, wo einfach Text hinkommt. Dann habe ich hier zum Beispiel eine Syslog-Nachricht von einem Sudo-Kommando und da möchte ich gerne das Kommando, was ausgeführt wurde, rausholen. Habe dann ein Feld dafür für den regulären Ausdruck, um die Daten daraus zu holen. Kann das auch ausprobieren, man sieht das hier markiert, das heißt, man sieht auch sofort, ob der reguläre Ausdruck matcht. Weil das ja immer etwas schwierig sein kann. Man kann dann auch noch sagen, okay, diesen Extraktor bitte nur anwenden, wenn auch in dieser Nachricht irgendwie der String sudo vorkommt, als Beispiel. Dann habe ich dieses Kommando und speichere das in dem Feld sudo-command und gebe noch einen Titel und das war's. Dann kann man auch noch Sachen konvertieren, wenn es irgendwie eine Nummer ist, kann man dann einen numerischen Wert daraus machen oder wenn es ein Datum ist, kann man das parsen, damit es als Datum gespeichert wird und so weiter. Ich zeige auch gleich, wie das aussieht. Genau. Das heißt, wir haben jetzt einen Input konfiguriert, wir haben auch einen Extraktor konfiguriert, um aus Textdaten ein bisschen Struktur rauszubekommen. Und jetzt kann man loslegen und die Daten hinschicken und dann im Endeffekt loslegen und schauen, was so da ist. Das ist der Standardbildschirm, wenn man, nachdem man sich eingeloggt hat bei Greylog. Das ist im Endeffekt das Suchfeld hier oben. Kann man eine Suchquery eingeben. Man kann auswählen, über welchen Zeitraum man suchen möchte und bekommt dann, standardmäßig wird nach allem gesucht in den letzten 5 Minuten, das heißt, man bekommt hier einfach mal ein Histogramm von wie viel Daten über die letzten 5 Minuten, also wie viele Nachrichten und hier unten eine Liste von Nachrichten. Da sieht man erstmal den Timestamp, aus welcher Quelle das kommt und die Log-Nachricht. Hier auf der linken Seite sind Felder, die in diesen Nachrichten drin sind. Wenn Greylog zum Beispiel eine Syslog-Nachricht empfängt, wird das schon automatisch in so eine strukturierte Nachricht konvertiert. Man hat aber meist halt nicht viele Felder zum Ausfüllen, wenn diese Extraktoren nicht da sind. Da kann man eine Nachricht, die eigentlich geschickt wurde, man hat vielleicht auch eine Quelle. Das sind so die Standardsachen, die wir haben. Wie man hier aber sieht, gibt es ja schon diverse andere Felder noch, die definiert wurden. Das liegt einfach daran, dass da schon Extraktoren definiert wurden. Ich kann jetzt auf diese Nachrichtenliste hingehen und draufklicken.
dann wird die Nachricht, dann wird das ausgefahren und man sieht ein bisschen Details über die Nachricht, wieder Zeitstempel, Quelle, Nachricht. Jede Nachricht hat eine ID, ein paar mehr Informationen, über welchen Input kam das rein, in welchem Elasticsearch Index wird das gespeichert. Und dann hat man hier die ganzen Felder, die zum Beispiel extrahiert wurden. In diesem Fall ist es, wir haben so einen Random Message Generator, um halt ein bisschen Daten zu generieren im Greylock. Das soll quasi HTTP-Traffic simulieren. Das heißt, man hat eine Action, einen Controller zum Beispiel, wenn man MVC benutzt in der Applikation, eine HTTP-Methode, den Response-Code, die Nachricht, dann welcher Pfad wurde aufgerufen, welche Ressource, aus welcher Source, aus welcher Quelle kam das, wie lange hat der Request gedauert und vielleicht noch eine User-ID. Eine Frage zu dem Timestamp. Ja. Wo wird der definiert, von der Quelle oder wenn ich ihn empfange oder kann ich das konfigurieren? Ja, beides. Also im Gelf ist definiert, wie ein Timestamp auszusehen hat, wenn man strukturiert schickt. Wenn man jetzt sowas wie Apache-Logs oder Syslog auch ein bisschen, also BSD-Format ist halt schwierig zu parsen, vor allem, weil keine Timezones drin sind. Wenn man das neuere Syslog-Format nutzt, hat man auch Timezones und sowas drin, das ist auch definiert im Endeffekt, dann parsen wir das raus, den Timestamp. Wenn man wirklich so rein Text und komische Timestamps, dann kann man mit Extraktoren reingehen, das rausformeln und dann in Dates konvertieren. Aber es ist der Timestamp, wie er auf der Quelle erzeugt wird. Genau, ja. Wenn kein Timestamp da ist, wird erstmal der Timestamp benutzt, der zur Empfangszeit. Genau. Man kann dann aber sagen, manchmal wichtig, wenn man irgendwie Events korrelieren will oder so, ja, welche genau. Reihenfolge sind die vertreten. Ja, was, also ja, mit Zeit und Timestamp ist immer schwierig, weil dann haben Leute Maschinen, wo die Uhr kaputt ist, die Timezone kaputt ist. Sagen Leute, ja, die finden meine Nachrichten nach, ich suche mal in der Zukunft. Ah, okay, da sind sie. Das ist schwierig. Aber ja, genau, also wenn kein Timestamp da ist, wird erstmal der benutzt, der also die Empfangszeit auf dem Greylock-Server. Das kann man dann überschreiben, wenn man will. Genau. Das sind die ganzen Felder. Was ich jetzt zum Beispiel auch machen kann, ist hier so einen kleinen Suchbutton. Wenn ich sagen will, okay, ich möchte jetzt alle HTTP-Requests, die GET haben, kann ich hier draufklicken, dann wird das oben die Suchzeile hinzugefügt und kann dann wieder neue Suchen machen. Das heißt, man kann dann so ein bisschen Drill-Down, sich so ein bisschen durcharbeiten und ein bisschen die Suche verfeinern. Dann gibt es hier, wie schon gesagt, links diese ganzen Felder, die es in dieser Nachricht gibt. Das kann man aufklappen, da kann man dann zum Beispiel sagen, ich möchte die Quick Values sehen, was im Endeffekt so eine kleine Aufstellung ist, was für Werte gibt es für dieses Feld Action eigentlich. Da gibt es halt 7000 mit Index, 2000 mit Show, 1800 mit Login, 350 mit Edit. Da kann man so ein bisschen schauen, okay, was ist so, welche Werte gibt es da? Da kann ich dann auch wieder hingehen und sagen, okay, bitte danach nur suchen. Ja, da stehen noch mehr, wenn halt noch mehr da sind. Genau. Was ich auch machen kann, zum Beispiel auf dem TUC-MS, was die Laufzeit des Requests ist, kann ich mir Statistiken anschauen, zum Beispiel halt der Mean Value, Minimum, Maximum von der Response-Zeit. Eigentlich ein Quatsch, wenn man das braucht. Das sind aber vordefinierte Statistiken, die wir da haben. Was man auch machen kann, ist sich zum Beispiel auch wieder aus dieser Response-Zeit, kann man sich einen Graphen generieren, einen eigenen, der dann auf bestimmte Felder einfach schaut. Da kann man dann auch wieder bestimmte Funktionen, Minimum, Maximum, Mean, was auch immer ausführen, sich dann einen Graphen bauen. Da komme ich nachher noch zu. Diese ganzen Funktionen haben auch immer so einen Add-to-Dashboard-Button. Hier und auch hier und auch hier. Und das heißt, man kann sich diese ganzen Graphen oder die ganzen Analysen, die man da ausführt, kann man sich dann nachher auf Dashboards packen, um das dann zu gruppieren, um sich Reports anzugucken im Endeffekt. Das zeige ich nachher aber auch noch. Was wir dann noch haben, ist eine Seite, die nennt sich Sources. Das heißt, da kann man sehen, welche Maschinen oder aus welchen Quellen über Blog-Nachrichten ankommen. Das ist mal ganz nützlich, wenn man erstmal anfängt und guckt, okay, ich möchte jetzt, wenn man weiß, okay, ich will die Logs von der Maschine, kann ich auf diese Seite gehen, kann nach dieser Maschine suchen und dann wieder auf diesen Suchbutton klicken und dann da weiter zu suchen. Also das ist im Endeffekt einfach ein Überblick, okay, was kommt da eigentlich rein insgesamt? Da kann man auch ganz gut sehen, wenn auf einmal irgendwie eine Maschine anfängt, ganz viele Logs zu schicken, kann man das ganz gut, hat man das ganz gut in der Übersicht. Dann gibt es so ein Konzept von Streams. Wenn man das nicht benutzt, werden einfach alle Daten
gespeichert, dann muss ich halt irgendwie durchwühlen, wenn man was sucht. Mit Streams kann man diese Nachrichten im Endeffekt gruppieren. Zum Beispiel habe ich, ich habe Mail-Logs, die möchte ich immer gern mit zusammen anschauen. Oder ich habe Apache-Logs, die möchte ich mir immer gern zusammen anschauen. Das heißt, man kann Streams erstellen und sagen, okay, wenn in dieser Nachricht das drinsteht oder wenn das Feld definiert ist und mit dem Wert, dann soll das in diesen Stream. Das heißt, dann kann ich auf diesen Stream gehen und sehe wirklich nur die Nachrichten, die da reinpassen. Die Streams werden auch benutzt, um Berechtigungen zu vergeben. Das heißt, man kann Benutzer anlegen im Greylock, zeige ich nachher auch noch, und dann im Endeffekt Berechtigungen auf einzelne Streams vergeben. So diese Suche, die ich eben gezeigt habe, die darf eigentlich erstmal nur der Admin machen, einfach alles sehen. Wenn man nachher Berechtigungen vergibt, macht man das auf Streams und Dashboards auch. Und wenn sich dann ein Benutzer, der nicht Admin ist, anmeldet, kann einfach, hat dann bestimmte Streams, die er sehen darf, und darauf darf er dann noch nur suchen. Das war ganz gut, wenn man das irgendwie aufteilen will oder Leuten sagt, okay, ihr dürft die Mail-Logs sehen, aber die anderen Sachen nicht, dann kann man das über Streams konfigurieren. Und die Streams werden auch benutzt, um Alerts zu verschicken. Das heißt, man kann sagen, okay, wenn in diesem Stream seit 2 Minuten keine Nachricht kam oder wenn in den letzten 10 Minuten da mehr als 5000 Nachrichten drin sind, ist irgendwas nicht in Ordnung, dann sende bitte einen Alarm. Alarm-Callbacks, wie sie heißen, sind auch pluggable, das heißt standardmäßig immer was per Mail verschicken, HTTP-Callback oder es gibt halt diverse Plugins für irgendwelche Chat-Systeme. Wir haben eine Integration mit eSinger zum Beispiel oder Nagios, dass eSinger quasi die Streams prüfen kann, ist da irgendwas kaputt und dann Alerts verschickt. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Sieht dann so aus, meine Streams-Seite hier oben, kann sich dann Streams anlegen und legt dann diverse Regeln an, die anhand dessen dann entschieden wird, okay, passt diese Nachricht in diesen Stream oder nicht. Das heißt, eine Nachricht kann auch in mehrere Streams kommen, das ist nicht nur, das ist nicht nur für einen Stream möglich. Wie man sieht, Regeln konfigurieren, Alerts konfigurieren und Outputs. Die Outputs gehen derzeit auch auf Streams, das heißt, man kann auch sagen, okay, diesen Stream bitte auch an die Maschine weiterleiten und an das System. Genau, das ist zum Beispiel Alert-Konfiguration, ein bisschen schwer zu lesen wahrscheinlich, hier kann man Conditions definieren, das heißt im Endeffekt hier ist es eine ganz einfache, wenn da weniger als eine Nachricht in den letzten 3 Minuten in diesem Stream war, dann schick eine Nachricht oder dann schick einen Alarm und warte 10 Minuten, bis du wieder checkst. Ganz einfach. Dann gibt es ein Alert-Callback, Alarm-Callback, in diesem Fall E-Mail, das heißt, man hat hier ein E-Mail-Template, was man ausfüllen kann und dann bekommt man eine E-Mail geschickt. Und wie gesagt, das ist auch pluggable, das heißt, da gibt es dann diverse Plugins für, um irgendwie andere Systeme zu kontaktieren. Dann, wie ich schon angesprochen hatte, gibt es Dashboards. Diese Widgets, die man in der Suche quasi anzeigen kann, wie dieses mit dem Pie-Chart und auch die Graphen und auch diese Statistiken, kann man dann auf Dashboards gruppieren, um einfach einen Überblick zu bekommen. Es gibt da diverse Firmen, die einfach Dashboards haben, die irgendwo an der Wand hängen, wo Zugriffe drauf sind oder irgendwas anderes. Und da kann man auch wieder Berechtigung vergeben. Das heißt, bestimmte User dürfen nur bestimmte Dashboards sich anschauen, etc. Das ist mal ein Beispiel-Dashboard, wo ich zum Beispiel dieses Quick Values von vorhin einfach mal gesagt habe, okay, bitte aufs Dashboard tun. Genauso wie die mittlere Response-Zeit als Graph und hier nochmal als Zahl direkt. Und dann gibt es noch so ein kleines, sieht man ganz schlecht wahrscheinlich, so einen kleinen Trend, ist das eher, geht es nach oben oder nach unten? Oder genau, das sind die Dashboards. Seit 1.2 können wir auch rollen. Vorher konnte man nur Benutzer und musste dann jedem Benutzer quasi zuteilen, wo er drauf gucken durfte. Das wird dann halt schwierig, wenn man ganz viele Benutzer hat. Das heißt, wir können jetzt auch rollen und über Benutzer und Rollen kann man dann Berechtigungen auf Streams und Dashboard vergeben. Sie supporten auch LDAP, Active Directory, sprich man kann das dann auch in seine bestehende Infrastruktur einbinden und muss nicht 50 User anlegen. Und jetzt mit dem Rollen-Support seit kurzem kann man das Ganze dann auch über LDAP-Gruppen und so weiter steuern, dass man nicht und dann sagen, okay, diese Gruppe darf die Dashboards und die Streams sehen. Vorher muss man wirklich in jeden Benutzer einzeln hingehen und das anklicken. Das ist halt unschön. Genau. Hier nochmal Rollen. Man kann Rollen anlegen und kann dann hier unten sehen Streams und Dashboards. Und dann kann ich mir aussehen, okay,
Der darf das Dashboard und darf das lesen und da darf es auch editieren. Das sind so die beiden Sachen derzeit. Wir können intern noch wesentlich mehr, aber was so im Webinterface derzeit ist, also wir könnten theoretisch bis auf einzelne Nachrichtenberechtigung vergeben, aber das haben wir nicht, derzeit nicht im Webinterface. Ja. Dann gibt es noch so Systemstatusseiten. Hier oben, da gibt es einmal so eine Overview, wo so grober Status ist. Da haben wir auch so System-Notifications. Zum Beispiel überprüfen wir, ob der Elasticsearch-Cluster oder Elasticsearch-Node genug Open-File-Descriptor hat. Descriptors hat und geben das ein Warning aus. Diese Warnings benutzen wir halt auch für diverse andere Sachen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Da gibt es System-Jobs, das sind so Index-Optimierungen, die manchmal laufen. Da gibt es einen kurzen Überblick über den Elasticsearch-Cluster. Dann noch, ob Nachrichten nicht indiziert werden konnten und diverse andere Dinge. Dann haben wir noch weitere Seiten. Das sind die Nodes. Man kann halt mehrere Greylock-Server auch betreiben im Cluster. Die werden dann hier alle aufgezeigt. Da gibt es sieht man jetzt hier nicht, aber es bewegt sich normalerweise alles. Der Status wird dann automatisch aktualisiert, sieht, okay, wie viel Speicher hat, wie viel Heap-Speicher hat der, wie viel wird benutzt, wie viele Nachrichten werden gerade verarbeitet und so weiter. Da gibt es nochmal eine Detailseite zu, die habe ich jetzt nicht hier. Dann kann man sich auch schauen, wie der Status der Indizes ist im Elasticsearch. Da gibt es auch eine eigene Seite für. Hier ist jetzt nur einer, aber ansonsten ist eine riesige Liste von Indizes mit diversen Informationen dazu. Manche nicht so nützlich, einige sehr nützlich. Ja. Das war's auch schon eigentlich. Habt ihr Fragen? Du erwähntest vorhin kurz, dass da mit SSL-Übertragung was im Spiel ist zwischen den Kollektoren. Ja. Wie ist denn das abgesichert und wie sind da die Verbindungswege? Also unser Kollektor kann, wie gesagt, TCP und TCP-TLS. Das ist alles, derzeit muss man es halt noch händisch konfigurieren. Das heißt, man kann im Input auf dem Server die Zertifikate hinterlegen. Man muss dann auf dem Client, auf dem Collector im Endeffekt das gleiche machen. Und dann haben wir halt TCP-TLS und wir können halt auch Zertifikatsauthentifizierung machen. Das heißt, der Collector kann sich dann auch per Zertifikat authentifizieren an dem Input. Nimmt der Collector denn als einzige Verbindung mit dem zentralen Server auf oder geht das auch in die andere Richtung? Der nimmt die Verbindung auf, genau. Das heißt, derzeit ist es halt, unser Ziel ist ja wie gesagt, dass wir den Collector auch zentral konfigurierbar machen. Das heißt, der Collector meldet sich beim Server, bekommt dann seine Konfiguration, was er alles lesen soll. Das haben wir jetzt derzeit noch nicht. Derzeit ist es nur so, dass er einfach so ein Heartbeat sendet, alle Minute, ein paar Minuten, und dann sieht man die auch schon im Interface. Okay, die Kollektoren habe ich auf dem Betriebssystem. Genau, und das kann man halt dann über TLS absichern und TCP dann. Der kann auch nur TCP, weil. Ja. Genau. Also unter Log-Management würde ich mir ganz naiv auch vorstellen, dass man auf Quellen auch einwirken kann. Wenn ich ein Produkt ins Feld bringe, in die Produktion bringe, möchte ich eigentlich davon gar nichts mehr hören. Möchte ich nur noch hören, wenn es Komplikationen gibt. Höchstens, wenn es zu Performance-Engpässen kommt, möchte ich vielleicht mir eine gewisse Ecke genauer angucken und mehr Log-Output sehen. Die Frage ist, gibt es da entsprechende Konzepte? Syslog konnte sowas mal. Also da kann man für eine bestimmte Quelle ein Log-Level einstellen und alles, was drunter liegt, wird verworfen. Und wenn man du meinst jetzt zum Beispiel, dass du sagen kannst, okay, für diese Maschine bitte das Log-Level erhöhen? Oder? Genau, oder vielleicht auch bei Log-Framework, sagen wir mal, ja. Programmierer hat Log for Java eingesetzt oder Log for Perl. Ja. Dann würde ich gerne einfach einen Knopf haben, wo ich sage, also für dieses Subsystem hätte ich gerne ein bisschen mehr Logging jetzt, weil ich Performance-Probleme angucken muss. Also und wenn es keinen Anlass gibt, so viele Logs zu haben, dann sollen die einfach ruhig sein. Dann möchte ich nur hören, wenn irgendwas schief geht. Ja, das habe ich bisher noch nicht gehört, dass das jemand macht. Also dass man quasi aus dem Log-Management-System rückwirkt. Genau, habe ich noch nicht gesehen. Ja. Das würde ich dann eher im Konfigurationsmanagement-System sehen, dass man dann das da macht. Aber es ist natürlich schwierig, dann im Log-Management zu sagen, okay, jetzt drücke ich auf den Knopf und dann auf einmal loggen die ganz viel. Also können wir nicht, habe ich auch noch nicht gesehen bisher. Wäre eigentlich auch unter dem Aspekt der Datensparsamkeit geboten, oder? Richtig. Denn viele Logs lassen ja auf persönliche Handlungen rückschließen. Und jetzt zu sagen, wir zeichnen alles mal auf, wir bauen eine riesen Plattform, um diese Fluten zu handeln, aber wir haben eigentlich gar keinen Anlass, so viel zu sammeln.
Problematisch kann es dann natürlich werden, wenn die Logs, die dann den Fehler beinhalten, nicht da sind, weil du es nicht aktiviert hattest. Das ist natürlich dann klar, kann schwierig sein. Fehlersituationen sind eine Sache. Ja. Aber wenn ich sehe, dass eine bestimmte Anwendung werktags um 11.10 Uhr läuft, dann kann ich an aller Ruhe für den nächsten Werktag entsprechend die Log-Level ändern und dann anlassbezogen mehr Log. Ja. Aber dann ist wenigstens ein Anlass da. Das ist ein interessanter Punkt. Ja. Ich zeichne erstmal alles auf und dann hole ich mir immer tollere Tools, um mit den Mengen klarzukommen. Ja, ja, das finde ich weder opportun noch datenschutzrecht. Das ist interessant, habe ich noch nicht drauf gekommen, hat das noch keiner bisher gefragt. Aber können wir halt nicht derzeit. Genau. Angesichts des Stichworts Mengen an Logs, wie sieht es bei euch beim Sizing, sprich der Dimensionierung eurer Server aus? Wie viel Clients könnt ihr? Beziehungsweise wie viel Datenmengen kommen, wenn ich 1 GB an Logs reinpumpe, auf der Festplatte dabei raus? Das ist eine klassische Antwort, it depends. Es kommt da ganz, also wirklich darauf an, auch wie groß die Log-Nachrichten einfach sind. Also wir haben halt Setups gesehen, die 20.000, 30.000 Nachrichten die Sekunde schicken, was nicht viel ist. Wir haben Kunden, die haben über 100.000 die Sekunde schicken. Die haben aber sehr große Nachrichten geschickt, was halt alles komplett zum Stillstand gebracht hat. Also, aber es kommt sehr darauf an, sind es ganz viele kleine, sind es viele große, sind es wenige große. Dimensionierung vom Speicherplatz ist auch schwierig, mit Elasticsearch vor allem. Wir haben ein Indexrotationsschema gehabt, was auf Größe basiert. Das heißt, also, was wir standardmäßig schon ewig hatten, ist, ich will so und so viele Indizes aufbewahren und pro Index sollen so und so viele Nachrichten drin sein. So, das war das Erste, was wir hatten. Jetzt haben wir halt auch, okay, jeder Index soll Daten für einen Tag beinhalten und ich will 30 Indexes aufbewahren für 30 Tage. Wir haben noch ein weiteres, was auf Größe geht, was aber nicht wirklich funktioniert, weil einfach die Daten, wie sie ankommen und dann nachher im Elasticsearch standen, kommt es nicht wirklich raus, was da sinnvoll ist. Das ist immer sehr schwierig. Also, wir haben Kunden, die machen 40.000 im Schnitt Nachrichten mit 3-4 Greylock-Servern und 6-8 Elasticsearch-Servern. Wir haben halt auch einen Kunden, der über 100.000 Nachrichten die Sekunde macht, der dann halt etwas entsprechend größeres Setup hat. Da sind es irgendwie über 20 Elasticsearch-Server und auch an die 10 Greylock-Server durch. Das ist immer schwierig zu sagen. Das hören wir ständig, klar, weil natürlich Leute wissen wollen, was muss ich dafür investieren, genau. Wir arbeiten auch derzeit daran, dass wir sowas einfach mal aufschreiben und mal einfach durchtesten. Okay, ich habe so einen typischen Anwendungsfall mit solchen Daten. Wie viel Daten die Sekunde, wie groß wird das Ganze? Aber das haben wir derzeit noch nicht. Zweite Frage, wie ist euer Verhältnis zu den Systemd-Leuten? Wenn ich mir anschaue, dass jegliche Linux-Distries im Moment zu Systemd konvergieren, dann wäre da natürlich eine Verzahnung durchaus sinnvoll. Also es gibt eine Integration Systemd für Greylock. Es gibt ein Projekt also von einem Community-Mitglied, der halt was geschrieben hat, der quasi Systemd-Logs ausliest und dann per Gelf an Greylock schickt. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich einen Collector das nicht auch beibringe, dass der Systemd-Log lesen kann. Also das macht definitiv Sinn. Ja. Das heißt, im Moment entweder ich setze den Collector auf ein C-System ein oder ich nehme Syslog als Transportformat. Genau, oder ich nutze sowas wie dieses Skriptprodukt von einem Community-Member, der halt, das ist ein kleines Skript, glaube ich, was einfach diese Journal-CTL-Geschichten aufruft und das dann Greylock schickt. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht genau angeschaut, aber mein Plan wäre, das in den Collector einzubauen, dass man es direkt auf die Libraries auch zugreift, dass man es nicht irgendwie über Skripte oder sowas machen muss. Ja, okay. Genau. Bei der Speichermenge könnt ihr dann abhängig vom Inhalt aussortieren, dass man sagt, wenn ich jetzt Debug-Meldung bitte nach 3 Tagen löschen, Verbose nach irgendwie einer Woche löschen und alles, was error- und kritisch ist, Monat aufbewahren? Können wir noch nicht, nee. Ist wichtig, arbeiten wir auch dran, aber das können wir noch nicht. Derzeit können wir es nicht machen, was zum Beispiel Logstash kann, da kannst du halt sagen, okay, die Daten in den Index, die Daten in den Index und dann auch für Tage durchrotieren. Wir haben derzeit bei uns, wird das alles in einem, also in mehreren Indexes gespeichert, aber alle Daten dann in einem Index, was derzeit noch problematisch ist. Aber das wird auf jeden Fall kommen, dass man das trennen kann. Weil gerade es gibt ja, okay, die Logs muss ich so lange aufbewahren, die anderen darf ich nur so lange aufbewahren, die anderen will ich nur so lange aufbewahren. Das ist klar. Thank you.